Im Märkischen Land gibt man gerade richtig Gas. In Grünheide südlich von Berlin baut Tesla Europas größte Fabrik für Elektroautos. Entsprechend stolz ist man im Land Brandenburg. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Tesla und ich freue mich darauf, dass alternative Antriebe, Antriebsformen der Zukunft in Brandenburg neben Rolls-Royce, wo wir an hydroelektrischen Flugzeugturbinen forschen, auch mit Tesla im Automobilbereich eine neue Heimat hier in Brandenburg finden werden. Doch taugt ein Tesla auch als Dienstwagen? Bisher sind Brandenburgs Minister, wie so viele im Land, mit Verbrennern unterwegs. Schon 2021 sollen in Brandenburg tausende Elektroautos vom Band rollen und somit nicht nur der Region wichtige Arbeitsplätze bieten, sondern auch der Elektromobilität weiteren Auftrieb verschaffen. Made in Germany. Ein Fortschritt für Mensch und Natur, könnte man meinen. Nur Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange sieht das anders. In einem Flächenland wie Brandenburg würde der Einsatz von reinen Elektroautos nach dem derzeitigen Stand der Technik nur im innerstädtischen Bereich möglich sein. Das wiederum sahen über 40 Elektroautofahrer aus der Region Berlin-Brandenburg nicht so und machten sich einmal im Rundkurs um Berlin auf den Weg. Sie demonstrierten damit, dass bereits heute mehrere Elektrofahrzeuge zeitgleich viele hundert Kilometer parallel durch das Flächenland Brandenburg problemlos unterwegs sein können. Dabei hat doch gerade die Politik immer wieder vollmundig die Elektromobilität angepriesen und kürzlich noch die Innovationsprämie erhöht. Die Maßnahmen von Bund, Ländern und Kommunen wirken. Dies ist vor allem dem Programm Saubere Luft zu verdanken, mit dem wir 1,5 Milliarden Euro in die Hand genommen haben, um die Luftqualität zu verbessern. Teile des Programms waren unter anderem die Nachrüstung von Dieselbussen im ÖPNV, die Elektrifizierung von Taxis, Mietwagen und Carsharing-Fahrzeugen, die Schaffung einer Elektroladeinfrastruktur oder die Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme. Hinzu kommt das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung. Hier ist die Elektromobilität ein zentraler Teil. Erstmals scheint das Ziel von 1 Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen in greifbarer Nähe. Doch statt mit gutem Beispiel fahren die Politiker von Land und Bund lieber mit ihren dicken Dieseln durch die Republik. Wäre es nicht ein wichtiges Signal für die Bürger, hier mit gutem Beispiel voranzugehen? Die Bundesregierung, die Politik sollte selbstverständlich immer mit einem guten Beispiel vorangehen und dort, wo es möglich ist, Elektromobilität selbstverständlich auch selber nutzen, als rein elektrische Fahrzeuge, auch als Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge. Auf jeden Fall aber Vorbild sein. Auf Nachfrage an die Finanzministerin von Brandenburg teilte uns diese per Mail mit. Allerdings entscheide ich schon gerne selbst, welches Auto ich fahre. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Sie können versichert sein, dass ich dazu als erwachsene Frau durchaus selbst in der Lage bin. In Baden-Württemberg, dem Land von Daimler und Porsche, ist man da schon weiter. Umweltminister Frank Untersteller ist einer von drei Ministern in ganz Deutschland, der trotz 50.000 Kilometer mit dem Audi e-tron komplett elektrisch unterwegs ist. Im Schweriner Landtag lobte im April 2019 noch die Bildungsministerin Birgit Hesse die Fridays for Future Demonstranten und mahnte, dass es diese Generationen seien, die das ausbaden müssen, was die Erwachsenen von heute tun und vor allem nicht tun. Inzwischen ist Birgit Hesse Landtagspräsidentin und das Leasingende ihres alten, schwarzen Audi A8 TDI Quattro kam. Sie entschied sich, erinnernd an ihre Worte aus 2019, nun für einen neuen Wagen. Einen blauen Audi A8 TDI Quattro. Extra 3 berichtete, dass ihr neuer Wagen in der verlängerten L-Version 168 Gramm CO2 pro Kilometer ausstößt und damit deutlich über dem Grenzwert von 130 Gramm CO2 pro Kilometer liegt, scheint da weniger zu stören. Schließlich stößt der Mercedes-Benz von Ministerpräsident Dietmar Woidke laut Deutscher Umwelthilfe 239 Gramm CO2 pro Kilometer aus. Brandenburgs Ministerpräsident, wir erinnern uns, jenes Bundesland, für das sich Tesla mit dem Bau seiner neuen Gigafactory entschieden hat und welches seit langer Zeit jährlich einen Überschuss an Ökostrom produziert. Brandenburg ist ja auch eins der Bundesländer, das viele Jahre lang mit dem Leitstern für erneuerbare Energien ausgezeichnet wurde. Das heißt, für die besonderen Anstrengungen, den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzubringen. Und wir haben inzwischen in Brandenburg immer mehr Tage, in denen wir mehr erneuerbare Energien in Brandenburg erzeugen, als wir verbrauchen können. Von daher ist es eigentlich das Beste, dieses hier sozusagen gewonnene Öl in Anführungszeichen, also die erneuerbaren Energien auch hier vor Ort zu nutzen. Deswegen ist auch die Ansiedlung der Fabriken her sehr sinnvoll und deswegen natürlich auch die Nutzung in Form von Elektromobilität hier
ganz besonders sinnvoll. Übrigens zeigen begeisterte E-Mobilisten täglich, wie gut es inzwischen funktioniert. Und dort, wo sie nicht funktioniert, würde sich vielleicht schneller etwas tun mit elektrisch reisenden Abgeordneten.